Und dann habe ich da gestanden und gewartet und sie ist einfach nicht gekommen. Kannst du das glauben? Ich habe dann... Ey, warte. Ich rede mit dir. Hallo? Coole Geschichte. Ich bin so unglaublich glücklich. Hanna, was ist los? Hallo. Entschuldigung, ich weiß, ich bin ein bisschen zu schnell gefahren, aber es war ja nur so ein bisschen schneller als viel zu schnell. Da kann man ein Auge zudrücken, oder? Okay, und dann? Ja, nix so dann. Ich war nicht zu schnell. Zu jung. Wie zu jung? Er wollte meinen Ausweis sehen, weil er nicht glauben konnte, dass ich schon alt genug bin, um den Führerschein zu haben. Weil du so klein bist. Hast du einen Kindersitz benutzt? Vielleicht ist sie im Stehen gefahren. Dass ich klein bin, hat mich nie gestört. Aber dass ich ständig für jünger gehalten werde, das nervt. Letztens war ich mit Tommy und Malte im Kino, stand vorne und wollte das Ticket kaufen. Da guckt mich die Verkäuferin an und lächelt und meint so, oh, das ist aber toll, dass du gleich zwei Puppies hast. Dann hat sie mir einfach ein Familienticket in die Hand gedrückt. Ja, aber es hat doch eigentlich nur Vorteile, für jünger gehalten zu werden. Aber nicht, wenn du am Telefon danach gefragt wirst, ob deine Mami noch zu sprechen sei. Aber im Schwimmbad bekommst du vielleicht Kinderrabatt. Ja, oder wenn du was richtig Dummes sagst, dann wirst du nicht verurteilt, oder? Ja, du hast recht. Nicht ernst genommen zu werden, ist echt geil. Vor allen Dingen beim Vorstellungsgespräch. Ja, da denken die Leute, dass du hochbegabt bist, weil du mit deinen gefühlten 12 schon Abitur und Studium in der Tasche hast. Alter, das kann nicht sein, das ist ein Irrtum. So, fertig. Sag jetzt nicht, dass du einen Onkel in Australien hast, den du nicht kennst, der dir zufällig eine Kuckucksuhr gemacht hat? Nein, aber fast. Ich habe einfach 10-jähriges Klassentreffen. 10-jähriges! Herzlichen Glückwunsch, Malte. Jetzt bist du offiziell erwachsen geworden. Nein! 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 Niemals! Dieses ganze Erwachsensein ist auch irgendwie spießig. Guck dir Tommy an, habe ich mir gesagt. Der hat eine Versicherung für den Fall, dass seine Versicherung ausfällt. Der hat eine Frischhaltedose für Bananen in einer Bananenform. Null Risikobereitschaft. Ich meine, wenn der in den Supermarkt geht, dann sucht er sich den Wein nicht nach dem Etikett aus, sondern nach Geschmack und Jahrgang. Das kann doch keinen Spaß machen. Und Malte, der ist quasi bei Peter Pan zur Schule gegangen. Also habe ich mir gedacht, ein bisschen mehr Tinkerbell stünde mir vielleicht ganz gut. Findest du echt, das ist eine gute Idee? Nein, ich glaube, es ist eine geniale Idee. Die ist viel zu groß, wo willst du die hier hinstellen? Hör auf, so ein Tommy zu sein, die passt hier schon irgendwie rein. Ich dachte, du willst auf die Kacke hauen? Habe ich das gesagt? Ja gut, vielleicht. Aber ich meine, warum soll ich mich erwachsen benehmen, wenn mich eh keiner für voll nimmt? Okay, aber dann nehmen wir die hier, die mit den grünen Türmen. Vergiss es, wir nehmen die. Die ist für Selbstabholer. Schau mal rüber, was ist der letzte Preis? Da. Kannst du mal aufhören, mich wie ein Kind zu behandeln? Hätte er nicht einfach sagen können, klar, Hanna, mach ich, sobald du aufhörst, dich für eins zu benehmen. Nein, er musste ja sagen... Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich will dich so unterstützen, wie du wirklich bist. Und dann begann die Suche nach dem inneren Kind, ein bisschen aus den Fugen zu geraten. Hey, Tommy. Was wird das? Darf ich vorstellen? Das ist das innere Kind. Hanna, hier, denkst du bitte an die Rechnung, du bist diesen Monat dran. Ja, klar, mach ich. Klar, die Rechnung. Da kümmern wir uns drum, ne? Dieses ganze innere Kind bewahren Ding wurde immer anstrengender. Und irgendwie hat sich's überhaupt nicht so spaßig angefühlt, wie es eigentlich gedacht war. Ich bin so wütend? Ja. Mir ist so schlecht vom nicht erwachsen sein. Tommy, es tut mir echt leid. Ich weiß, ich habe gesagt, ich kümmere mich um die Rechnungen, aber Malte, der hat sie einfach weggelegt. Apropos Malte, wo ist der überhaupt? Den wollte ich eh noch hin. Tommy, warte, Moment! Was zum... Hey, Tommy! Na, was sagst du? Lust auf eine Runde springen? Das wollte ich dir noch erzählen. Das ist unsere neue Hüpfburg. Nee. Also, Hanna, wenn das jetzt so ein Gespräch über Weichspüler und Rechnungen wird, da habe ich echt keinen Bock drauf. Apropos Rechnungen, Malte. Die Rechnung. Die habe ich doch schon längst bezahlt. Was? Wieso? Ja, ich weiß. Ich sehe so aus, als wäre ich mal auf den Kopf gefallen. Nein, ich sehe nicht so aus. Aber zum Erwachsenwerden gehört es einfach, dass man seine Rechnung bezahlt. Natürlich habe ich das gemacht. Wenn man erwachsen wird, dann lernt man mit seiner Unvernunft auch umzugehen und verdient sich den Spaß. Ne, dann muss man nicht zu Mami und Papi nachher gehen, damit die einem den Arsch retten. Klingt plausibel. Und du sahst aus, als hättest du eine ordentliche Mütze Spaß verdient. Ja, aber findest du nicht, wir haben ein bisschen übertrieben mit der Hüpfburg. Tommy wirkt so, als würde er gleich einen Herzinfarkt kriegen. Okay, das Einzige, was Tommy kriegt, ist vielleicht ein Hüpfinfarkt. Mach dir keine Sorgen. Ich hatte das vorhin auch probiert, im Schwimmbad ein ermäßigtes Ticket zu bekommen. Und? Ja, ich habe ein Ticket für Senioren bekommen, mit dem Hinweis, dass ich mich besonders gut gehalten habe. Immerhin. Ja, jetzt soll ich doch überdenken und meine Haare nochmal färben. Ach
Quatsch, Tommy, das hatten wir doch schon. Wenn ihr wissen wollt, wie Tommy sich sein jugendliches Aussehen behält, dann klickt auf dieses Video. Ja, oder guckt das andere Video an, da sehen wir meine grauen Haare nicht. Oder ihr lasst ein Abo da und seht jedes dazukommende graue Haar aus erster Reihe. Malte, was denn? Was ist neu? Ich kann nicht mehr, Jungs.